Hey Leute, ich bin's Conny und heute spiele ich mal wieder Pet Simulator Z. Das Spiel ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt und jetzt viel Spaß! Warte mal, für mich empfohlen? Pet Simulator Z? Zweimal? Ich würde jetzt gerne auf das hier klicken, aber die Bewertungen sprechen für sich. Ich glaube, ich klicke einfach mal hier rauf. Ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt, wenn das Spiel noch nicht gelöscht wurde. Oh Gott, wie oft dieses Bild schon geklaut wurde übers Internet. Wir gehen da mal rein. Neue Map, neuer Code, neues Spiel. Oh mein Gott. Ja, dann gucken wir mal nach. Null Games, yeah. So, pick your pet. Ich nehme natürlich den Huge Santa Paws. Habe ich ihn gepickt? Ich hoffe doch. Und Huge Santa Paws, perfekt. So, ich gehe erstmal in die Einstellung, mache die Musik aus. Free Gifts Token, ja, gehen wir mal rauf. Ah, ich kann noch nichts machen. 5 Seconds left. Okay. Ja, wir holen uns mal die Rank Rewards. Hab ein paar Diamonds bekommen. Das sieht alles so falsch aus. Ich kenne Pet Simulator Z Spiele ja, dass sie halt wirklich straight up geklaut sind von Pet Simulator X und dann bearbeitet wurden. Aber hier sieht so viel nachgemacht und falsch einfach aus. Ich meine, allein die Icons hier, was stimmt bitte nicht? Ich meine, ja, okay, hier haben wir irgendwie 700 Huge Cats. Das Ei gibt es gar nicht, alles klar. Was passiert, wenn ich zum Trading Plaza gehe? Purchase Trading Plaza für 15.000 Gems. Ja, klar, machen wir. Gehen wir mal hin. Und jetzt sind wir auf dem Trading Plaza und da ist auch nichts los. Okay, ich kann mir hier natürlich keine Upgrades kaufen. Kennt man. Wie sieht es mit der Bank aus? Funktioniert auch nicht. Ah, das ist kein Problem für mich. Enchanting Pets, Free Fuse Pets, Rank Rewards, never. Was für never? Ich habe doch eben noch Rank Rewards bekommen. Na gut, ich gehe dann nochmal wieder zurück. Hier beim Trading Plaza kann man ja gar nichts machen. So, Secret Event. Das klingt doch gut. Und da drin, oh mein Gott. Hello there. Das ist einfach eine YouTuber-Cat. Gucken wir mal rein. Hallo. Okay, ich darf da nicht rein. Ich verstehe es ja. Was macht dieser Mülleimer? Ach, da kann ich meine Pets sellen? Okay, ich rüste erstmal hier meinen Huge Santa Paws aus. Ist er jetzt ausgerüstet? Jetzt ist er ausgerüstet. Ja, jetzt haben wir einen Huge Santa Paws. Perfekt. Jetzt bauen wir ab. Alles klar, irgendwie nicht so krass. Schauen wir mal hier in das Eck rein. Das erste Eck können wir ja öffnen. Ja, öffnen wir einfach mal eins dieser Ecks und kriegen eine Huge Festive Cat. Perfekt. So will ich das haben. Dann rüsten wir die auch noch aus. Wo ist meine Huge Festive Cat? Hallo? Wo ist meine Huge... Ach, da hinten. Okay, ich weiß nicht, wo die herkam, aber... Baut erstmal beide das hier ab. Ich gehe währenddessen zum Traveling Merchant. Der ist für 69 Jahre da. Und ja... Das Ding kann ich mir ja mal gönnen. Wenn es free ist, mache ich. So. Und die anderen kosten alle Robux. Ich glaube, in einem Pet Simulator Z-Spiel möchte ich keine Robux ausgeben. Weil Pet Simulator Z ist dafür bekannt, dass das Spiel immer sehr, sehr schnell gebannt wird. Teleport to Area. Oh mein Gott, wir müssen zur Area. Ja. Achso, das ist ein Teleporter, der mich zum Shop oder zur Town TP'en kann. Wow. Na gut, gucken wir einfach mal weiter. Dann gucken wir vor allem einmal. Hier ist der Shop, also gehen wir mal auf die... Disabled unto further notice, please stay tuned. Okay, Exclusive Shop ist gerade down. Trading gibt es aber noch. Oh Gott, das GUI hier funktioniert gar nicht. Oh, das Hoverboard funktioniert, aber es funktioniert auch nicht. Guck dir das an. Oh mein Gott, der hat einfach das Hoverboard-Model an die Füße geklemmt oder ihm mehr Speed gegeben. Weil der zu faul war, das Hoverboard selbst zu coden. Naja, immerhin etwas. Mit dem Hoverboard ist man jetzt immerhin schneller. Aber hier muss man ja wirklich selber farmen. Was sind hier? VIP Area. Come anytime because I'm not money hungry. Alles klar. Und hier kann man sich das Meme-App gönnen. Und das Meme-App kostet nicht so viel. Komm, das holen wir uns einmal. Einmal baut mal hier hinten bitte ab. Bitte, danke. Oh mein Gott. Oh, ich krieg gar nicht auf jeden Fall Huge Hubert Cat, sondern ein Huge Monkey und ein Huge... Was ist das? Ein Schwein? Wie viel kostet mich das? 550. Okay, die habe ich jetzt. Das heißt, ich öffne einfach mal und ziehe... Huge Monkey. Monkey. Okay, ausrüsten. Ja, 10 Stärke. Okay, es ist irgendwo blöd, wenn die Huge Pets hier gar nicht diese, die Huge Verzauberungen haben, die man so kennt von Huge Pets. Aber was soll ich sagen, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Außer ich würde gerne Codes eingeben. Gibt es hier irgendwo die Möglichkeit, Codes einzugeben? Da stand nämlich irgendwas von New Codes. Ich klicke mal hier wieder auf Free Token. Dann kriege ich hier immer was hier von. Da steht Fragezeichen. Huge Tokens give you free gifts. Do you want to head to the free gift shop? Ja, free gift shop, klar. Okay, und hier kriege ich dann für 250.000 von diesen Huge Token kriege ich... Entweder Huge Cupcake oder Huge, weiß ich gar nicht mehr, wie das heißt. Ich habe so lange kein Pet Simulator mehr gespielt. Alles klar und ich kann hier alle 5 Sekunden raufklicken und krieg dann ein bisschen was. Ich habe übrigens auch schon 2,3 Millionen Gems. Das funktioniert immer sehr gut. Ah ja, hier kann man gar nicht öffnen. Also ich weiß ja nicht, was ich hiervon halten soll. Wenn ich hier hingehe, passiert gar nichts. Ach doch, hier ist Get Code. Type in Code in Chat. Welcome to the secret event. Your code will be provided in 1 second. Mein Code ist 25926. Okay, nein! Ich bin beim Secret Event. Egal, ich gebe den Code ein. 25926. So, 25926. Gebe ich ein und hab nichts bekommen. Dankeschön. Keep going forward. Okay. Achso, doch in diese Richtung hier. Dann machen wir das. Hopp und hopp. Und hier ist ein Free Egg. Gönne ich mir natürlich 3 Stück von. Oder nur eins. Und hier ist die Hubert Cat.
Hier kann man die Hubert Cat haben. Sehr gut. Aber ich will 3. Ah, jetzt kann ich 3 öffnen. Und 3 Hubert Cats. Sehr gut. So will ich das. Gut, die Hubert Cats sind aber gar nicht mal so gut. Ich equip die einfach mal alle. So, jetzt habe ich 6 Pets equipped. Trade Requests? Nein, die will ich nicht. Ich will keine Trade Requests. Ey, Hubert, was geht? Okay, ich kann mit Hubert hier nicht viel machen. Ja. Dann teleportiere ich mich einfach mal wieder zurück zum Shop. Scheinbar muss ich hier drin nur lang genug stehen bleiben. So, type the code in the chat. Und jetzt versuche ich das noch einmal. 2, 5, 9, 2, 6. Okay, 2, 5, 9, 2, 6 wurde jetzt zensiert, vorhin aber nicht zensiert. Alles klar. Danke, Roblox, würde ich sagen. Aber ich komme hier nicht wirklich voran. Wir können jetzt nochmal andere Codes ausprobieren. Sowas wie den Code Update 1. Update 1. Gebe ich einfach mal in den Chat ein. Und es funktioniert auch nicht. Was ist denn das? Warum funktionieren denn die Codes nicht? Type the code in the chat. Habe ich doch gemacht. Oh, jetzt. Ich habe nochmal meinen Code abgefragt. Und jetzt steht da, yo, du kriegst deinen Code in minus 8, minus 9 Sekunden. Okay, das funktioniert auf jeden Fall sehr gut, was da zusammenprogrammiert wurde. Ich müsste eigentlich... Und jetzt wurde ich wieder hierhin teleportiert. Alles klar. Also ich glaube, ich müsste wirklich mal ein Pet Simulator Z machen. Aber ich klaue nicht gerne Spiele. Weil das kriege ich auf jeden Fall besser hin. Aber wenn ihr das ja auch spielen wollt... Dann schaut natürlich in die Videobeschreibung. Da ist Pet Simulator Z verlinkt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!